Liebe Freunde, ich freue mich sehr besonders, hier zu sein. Ich wohne jetzt in Berlin und habe früher nur in Stuttgart und um Stuttgart herum gelebt. Und man merkt, dass wenn man wieder zurückkommt an dem Ort, wo man so lange gelebt hat, wieder Heimatsgefühle kommen. Und das ist zu der Landschaft, das ist die ganze Gegend, Bekanntes, aber vor allem, dass man Menschen begegnet, zu denen man doch eine Beziehung aufgebaut hat. Und dann kann man spüren, ich glaube, jeder kennt das, dass das Kostbarste, was wir im Leben überhaupt haben, sind die Beziehungen, die wir untereinander schaffen, herzustellen, zu pflegen, dass das letztendlich ist, was uns im Leben trägt. Und wir schauen in diesem Jahr auf die Gründung der Christengemeinschaft vor 100 Jahren. In Dornach, durch die Hilfe von Rudolf Steiner. Das ist der historische Blick. Rudolf Steiner hat auf die Gründung der Christengemeinschaft auch mit seinem spirituellen Blick geschaut und sagte, in Wirklichkeit ist die Christengemeinschaft von geistigen Wesen auf geistigem Grund gestiftet. Und so schauen wir in diesem Jahr nicht nur in der Erinnerung auf das, was historisch vor 100 Jahren stattgefunden hat, sondern wir schauen auch auf die geistigen Wesen, die mit diesem Impuls verbunden waren und verbunden sind, und verbunden sein werden. Wir schauen nicht auf etwas Vergangenes, sondern wir schauen auf die große Aufgabe, die geistigen Impulse, die wir im Speziell in der Christengemeinschaft empfangen haben, aber die eigentlich ihre Quelle haben in der Möglichkeit, die geistigen Impulse zu vermitteln, der Anthroposophie. Wir schauen auf die Aufgabe, immer wieder von Neuem dies zu vergegenwärtigen. Und so wollen wir heute versuchen, zu schauen, zu vergegenwärtigen, was für eine Aufgabe kann die Christengemeinschaft haben in unserer Gegenwart, in der Geschichte der Menschheit. Die Christengemeinschaft trägt einen Untertitel. Sie heißt die Christengemeinschaft, aber hat als Untertitel Bewegung für religiöse Erneuerung. Und da könnte man ganz naiv fragen, was verstehen wir eigentlich unter religiös? Was ist eigentlich Religion, wenn man nicht gleich diesen Kurzschluss macht und gleichsetzt mit Konfession? Das ist was anderes. Es ist nicht gleichzusetzen. Also, aber was ist das eigentliche Religiöse? Und auch einfach formuliert könnte man sagen, das Religiöse ist eine bestimmte Art, die Beziehung zum geistigen, göttlichen zu pflegen. Ein Mensch ist religiös, wenn er das Bedürfnis hat, eine Beziehung zu haben zum
göttlichen, geistigen. Das kann sein in der Natur, wie man einen Stein, eine Pflanze, ein Tier begegnet. Da können wir religiös sein. Das ist in der Beziehung untereinander, wie wir uns begegnen. Ob wir das Bedürfnis haben, das Verborgene, geistig-göttlichen, den anderen zu begegnen, eine Beziehung zum geistig-göttlichen des anderen zu gestalten. Und das kann die Beziehung zur geistigen Welt, zu den geistigen Wesen, letztendlich das, was wir Gott nennen, wie immer jeder sich das vorstellt oder eben nicht vorstellt. Und das Religiöse ist eine bestimmte Art der Beziehung zum geistigen Göttlichen. Rudolf Steiner war relativ jung. Er war 25 Jahre alt, als er in einem kleinen Text, wie urbildlich dargestellt hat, aufgeschrieben hat, die Notwendigkeit, die der Mensch hat, eine Beziehung zum geistig-göttlichen zu haben. Er knüpft an dem Wort von Angelus Silesius: Wer nicht stirbt, bevor er stirbt, der verdirbt, wenn er stirbt. Und er entwickelt in ganz kurzen Sätzen die Notwendigkeit, die wir alle haben, wenn wir unser Ich-Bewusstsein erlangt haben, dass wir diese Tendenz unseres Ich-Bewusstseins, egoistisch zu werden, dass wir die Notwendigkeit haben, das zu überwinden. Er formuliert das etwas gewöhnungsbedürftig vielleicht für manche Ohren. Er formuliert dieses als Notwendigkeit, dieses Egoistisches in uns zu ertöten, damit wir eine Beziehung zum geistig-göttlichen haben können. Und er formuliert ganz knapp, erstens nennt er diese Formulierung Credo. Das ist sein Credo. 25 Jahre alt schreibt er sein eigenes Credo. Wer schon älter ist und noch nicht getan hat, kann nachholen. Kann man ein Blatt Papier nehmen, weiß, alle Bücher vom Schreibtisch wegtun, man darf nicht abgucken und sein Credo schreiben. Wenn Rudolf Steiner das macht mit 25 Jahren, dann hat so ein gewisser Gehalt, was sehr anregend sein kann. Und mittendrin, ich will nicht das Ganze jetzt hier vorlesen, formuliert er so: Es gibt vier Sphären menschlicher Tätigkeit, in denen der Mensch sich voll hingibt an den Geist, eine Beziehung zum Geistigen schaffen kann, mit Ertötung alles Eigenlebens. Das ist gemeint mit dieser Anknüpfung an Angelus Silesius. Wer nicht stirbt, bevor er stirbt. Das ist die Erkenntnis, die Kunst, die Religion und die liebevolle Hingabe an eine Persönlichkeit im Geiste, was er nachher
auch zusammenfasst mit dem Wort Liebe. Die Beziehung ist das Kostbarste, was wir im Leben haben können. Und der Mensch braucht eine Beziehung zum geistigen, göttlichen. Und er kann das, laut dieser jungen Steiner, er kann das auf vier verschiedene Arten. Erkenntnis, Kunst, Religion und Liebe. Liebe ist die höchste Form, formuliert er. Aber dann sagt er, wer nicht wenigstens, man kann auch mehrere haben, man muss nicht sagen, das oder das und dann ist das andere ausgeschlossen. Wer nicht wenigstens in einer dieser vier Sphären lebt, lebt überhaupt nicht. Und wenn wir auf eine Bewegung für religiöse Erneuerung schauen, dann scheint mir wichtig, dass wir das so empfinden, in dieser Vielfältigkeit der Möglichkeit, ist das wie eine sich konzentrieren für bestimmte Augenblicke seines Lebens eine Möglichkeit. Das Religiöse und spezifisch durch Kultus, durch den Vollzug von Kultus. Wenn man diesen Untertitel weiter untersucht, Bewegung für religiöse Erneuerung, dann kann man sagen, ja gut, Religion ist Beziehung. Aber warum braucht das eine Erneuerung? Und da scheint mir recht einfach das zu verstehen, weil wir haben viele Beziehungen, gerade zwischen uns Menschen. Und man merkt, dass wenn die Beziehung zu einem anderen Mensch immer gleich bleibt, sich nie verändert, dann wird letztendlich zu einem Problem. Denken Sie nur in der Beziehung, die Sie alle gehabt haben zu Ihren Eltern. Und wer Kinder hat, die Beziehung, die man hat, zu seinen Kindern. Die Beziehung von einem Säugling zu den Eltern ist eine ganz andere Beziehung als von einem Kindergartenkind zu den Eltern und Schulkind. Und dann, wenn man jugendlich wird, ja, und die Eltern schwierig werden, da muss die Beziehung sich ändert. Und wenn man nicht bereit ist, die Beziehung zu ändern, dann hat man Probleme. Das heißt, Beziehungen müssen verändert werden, müssen dauernd erneuert werden, weil die Wesen, die eine Beziehung zueinander haben, sich verändern, sich entwickeln. Und wenn ich glaube, und sei es meine Frau, wenn ich glaube, ich kenne sie, ich weiß, wie sie gestern war. Und ich weiß, wie sie immer reagiert. Da merkt man schon, das wird schwierig. Vielleicht ist sie heute anders. Und sie ist immer wieder anders. Und das ist das Großartige, zu erleben, wie die Menschen sich verändern, wie ich selber mich verändere
Und diese Herausforderung ernst zu nehmen, ständig die Beziehung zu erneuern. Dass wir uns Menschen verändern, dass die ganze Natur sich verändert und in Entwicklung ist, das ist für uns, gehe ich davon aus, eine Selbstverständlichkeit. Dass aber Gott sich verändert, das ist nicht ganz so selbstverständlich. Und das war in der Geschichte der Menschheit und vor allem der Theologie ein Sakrileg, so zu denken. Für diejenigen, die die menschenweihe Handlung, unser Gottesdienst in der Christgemeinschaft gut kennen, ist sozusagen zu erinnern, lese ich ein kleines Stückchen aus diesem Zeitgebet von der Adventszeit, was wir Epistel nennen. Und man hört das. Und da man sowieso ein bisschen in der Kirche schläft, manchmal, es gibt diese, Friedrich Benisch sagt immer, der heilige Schlaf, dann man kann nicht alle Worte so genau mitdenken. Vielleicht einer oder anderen kann das. Ich kann das nicht. Das heißt, wenn man den Text hat, kann man ein bisschen mehr darüber nachdenken. Und es ist schön, dass alle heute diesen Text haben können. Und wenn man ein bisschen genauer guckt, dann merkt man, was für eine Ungeheuerlichkeit da ausgesprochen wird. Es wird gesprochen, dass wenn man gerade Advent, ne, diese Stimmung, man wirklich in innere Ruhe kommt und spürt die Ruhe um uns herum, spürt die Ruhe in sich selbst und versucht nach innen zu horchen, dann gibt es die Möglichkeit, eine Stimme im eigenen Innern zu hören. Die spricht nicht Deutsch oder Portugiesisch oder irgendeine Sprache. Sie spricht die Sprache meines Ichs, die nur ich verstehen kann. Und gib mir eine Ahnung. Und an dieser Stelle heißt so, wenn man das erkennt, dann kann man sagen, du sprichst im Seeleninnern, doch dein Sprechen ist nicht gegenwärtiges Tönen, ist Zukunftwort, das leise in die Gegenwart sich trägt. Und dieses Gebet bei der Weihehandlung beschreibt, was sagt diese Stimme? Ein Werde spricht es. Das ist eine Aufforderung. Mensch, werde, entwickle dich. Hopp! Meine Stimme hat so ein bisschen eine Vulgärsprache, ja? Gib mir einen Tritt oder so, ja? Hopp, jetzt entwickle dich. Ein Werde spricht es. Aber jetzt kommt's. Und ahnend erweckt es das Bild des Menschenwerdens. Ja, was soll ich werden? Erzoberlenker bin ich schon geworden oder haben sie mich gemacht? Es gilt überhaupt nichts. Darum geht's nicht. Werde Mensch. Rudolf Frieling hat das wunderbar formuliert. Wir sind gar kein Menschen. Unser Leib, ja, ist ein menschlicher Leib. Aber schau mal in die Seele. Wir sind gar keine Menschen. Wir sind Menschenaspiranten, sagte Frilling. Menschenanwärter. Gott hat die Arbeit nicht zu Ende gemacht. So wie ein Meister, der gibt so den Anfang, die Richtung, und die Lehrlinge sollen jetzt die Arbeit richtig machen. Und das sind wir. Wir sind aufgefordert,
wirklich Mensch zu werden, das Menschliche, die Qualität des Menschsein in uns und durch uns in der Welt zu erschaffen. Ein Werde, spricht es, und ahnend erweckt es das Bild des Menschenwerdens, in dem Gotteswerden sich birgt. Durch mein Werden entwickelt sich Gott. Ich hoffe, dass keiner hier die Inquisition vertritt. Das wäre vor ein paar Jahrhunderten Grund, einfach fein gebraten zu werden. In dem Bild des Menschenwerdens birgt sich Gottes Werden. Rudolf Steiner hat das in anderer Stelle auch formuliert. Ich kenne nur eine einzige Stelle, wo er ganz deutlich darüber spricht bzw. geschrieben hat. Aber vielleicht gibt es mehrere. Ich kenne es nicht. Und das ist in seinem Buch Wie erlangt man Erkenntnis der höheren Welten? Ganz, ganz am Ende. Ich weiß nicht, ob das der letzte oder vorletzte Absatz ist. Und da spricht er über die geistige Welt, wie die geistige Welt früher war, bevor die Sinneswelt erschaffen wurde. Und er spricht darum, warum hat die geistige Welt die sinnliche Welt überhaupt erschaffen? Warum? Und er schreibt so, aber diese einstige übersinnliche Welt brauchte den Durchgang durch die sinnliche. Ihre, von der übersinnlichen Welt, ihre Weiterentwicklung wäre ohne diesen Durchgang nicht möglich gewesen. Ihre, die Entwicklung der geistigen Welt, wäre ohne den Durchgang durch die Sinnliche nicht möglich gewesen. Erst wenn sich innerhalb des sinnlichen Reiches Wesen entwickelt haben werden mit entsprechenden Fähigkeiten, sibyllische Sprache, mit entsprechenden Fähigkeiten, kann die Übersinnliche wieder ihren Fortgang nehmen. Und diese Wesenheiten sind die Menschen. Wenn wir Menschen uns wirklich zu Menschen entwickelt haben, das heißt, die Freiheit errungen haben, und aus der Freiheit heraus uns entscheiden, lieben lernen zu wollen. Dann werden wir immer mehr menschlicher. Und dann kann die geistige Welt sich weiter entwickeln. Diese Entwicklung von den Menschen und mit den Menschen von der geistigen Welt geschieht in bestimmten Stufen, in eine bestimmte Gesetzmäßigkeit. Dass, wenn jemand, der mit uns sehr verbunden ist, sich entwickelt, man selber sich auch entwickelt, kennt jeder, der selber Kinder gehabt hat. Denn wenn man Kinder hat,
Vielleicht sollte man nicht das immer so formulieren, dass man die Kinder hat. Wenn Kinder zu uns gekommen sind, vor kurzem mal eine schöne Formulierung gehört, Kinder sind wandernde Gäste, die nach dem Weg fragen. Ist das schön, ne? Wenn Kinder zu uns gekommen sind und wir diese Aufgabe ergreifen, zu helfen, dass die Kinder sich entwickeln und dann mit 21 hoffentlich sie endlich mal aus dem Haus gegangen sind und man sich fragt, wer hat sich am meisten entwickelt? Wenn es gut gegangen ist, sind die Eltern. Und diese Entwicklung hat bestimmte Stufen, die auch gesetzmäßig sind. Und es gibt auch eine Stelle, wo Rudolf Steiner sehr gewagt formuliert in kurzer Sätze, wie alle Entwicklung stattfindet. Nicht so die meisten. Ich hätte so formuliert. Er sagt alle. Und das ist in der Geheimwissenschaft. Und er sagt, darauf beruht ja alle Entwicklung, dass erst aus dem Leben der Umgebung selbstständige Wesenheit sich absondert, dann in dem abgesonderten Wesen sich die Umgebung wie durch Spiegelung einprägt. Und dann dies abgesonderte Wesen sich selbstständig weiterentwickelt. Am urbildlichsten kennen wir das bei jeder embryonalen Entwicklung. Es entsteht im Mutterleib etwas Abgesonderte, befruchtete Eizelle. Und das spiegelt das Leben der Umgebung, bildet sich selber eine Plazenta, damit innen drin sich entwickeln kann. Und wenn diese Entwicklung so weit fortgeschritten ist, dann trennt sich von der Mutter und trennt sich von einem Teil von sich selbst. Die Plazenta ist Substanz des Kindes und nicht der Mutter, um dann selbstständig sich weiterzuentwickeln. Und dann gibt es die soziale Plazenta in der Familie und dann muss eine soziale Trennung stattfinden. Es ist lauter Trennung. Ich sage immer, Mutter sein heißt ewig Entbindung. Die Väter haben ein bisschen anders da, gehen anders damit um, mindestens ich, weil man sich nie ganz so verbunden hat, bis ins Leibliche mit dem Kind. Aber es ist ein anderes Thema. Und das ist eine Urgesetzmäßigkeit. Verbunden zu sein bis zu einem bestimmten Grad, dann sich zu trennen, um sich selbstständig zu entwickeln. Und dann ist die Frage, ob man aus der Trennung heraus den Impuls hat, sich wieder verbinden zu wollen. Und wenn eine Entwicklung stattgefunden hat, kehrt man nicht zurück in den Mutterleib. Die Frage des Nikodemus an Christus im Johannesevangelium. Man muss neu geboren werden, eine neue Beziehung haben auf eine andere Ebene. Und dann findet eine Entwicklung statt. Und Sie kennen wahrscheinlich alle auch dieses Gleichnis, was diese Entwicklung des Menschen auch urbildlich darstellt, das Gleichnis im Evangelium vom verlorenen Sohn. Es waren zwei, die ganz verbunden waren mit dem Vater und mit dem Vater zusammenlebten. Und dann entsteht in dem einen
Urimpuls für Entwicklung. Er ist unzufrieden. Und wenn Sie mir nicht glauben, dass Unzufriedenheit der Urimpuls für Entwicklung ist, können Sie in der Philosophie der Freiheit nachlesen. Es entsteht kein Erkenntnis, wenn wir nicht mit der Wahrnehmung unzufrieden sind. Und wir wollen mehr, als die Sinneswelt uns gibt. Es würde keine Waschmaschine entwickelt werden, wenn man zufrieden wäre mit der Wäsche, mit kaltem Wasser im Bottich mit den Händen zu waschen. Es würde keine Kunst entstehen, wenn man mit der Natur, so wie sie ist, total zufrieden wäre. Es gibt eine unfruchtbare Zufriedenheit, aber es gibt auch eine schöpferische, fruchtbare Unzufriedenheit. Und der Sohn ist unzufrieden. Er will seinen Anteil haben von der Erbe und geht. Und dann vergeudert er alles. Und kommt bis dahin, dass er bei den Schweinen ist. Und dann erinnert er sich seines Ursprungs. Und er will jetzt zurück zum Vater. Aber interessant, er will nicht wieder beim Vater geborgen sein, im Schoß des Vaters behütet und sozusagen Wohlstand im Vaters Schoß haben. Er kommt zurück zum Vater und sagt, ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu sein, mach mich zu einem Mitarbeiter. Das ist das Entscheidende von diesem Gleichnis. Er hat den Impuls, ich würde sagen, den michaelischen Impuls, entwickelt, es ist in ihm aufgewacht, nicht beim Vater, um Gnade und Almose zu bitten, sondern zu sagen, ich will mitarbeiten, ich will ein Mitarbeiter sein. Könnt ihr sagen, was ist die allergrößte Aufgabe, dass der Vater sich vorgenommen hat? Menschen zu erschaffen. Ich will mithelfen, Mitarbeiter sein in der göttlichen Schöpfung, in der Schöpfung des Menschen. Er hat sich entwickelt. Und der, der da geblieben ist, der kann das nicht verstehen. Das ist das Urgleichnis für die Entwicklung. Sie haben das auch in diesem imaginative Bilder von Paradies, da ist Adam und Eva und dann müssen sie raus. Und Friedrich Schiller sagt, das allerbeste, was jemals in der Geschichte der Menschheit stattgefunden hat, ist, dass wir vom Paradies weggegangen sind. Warum? Der liebe Gott geht mit der Wahrheit mit einer ganz bestimmten Art. Er lügt nicht, aber er sagt nicht immer die ganze Wahrheit. Er sagte zu Adam und Eva, eigentlich zu Adam, du darfst nicht vom Baum der Erkenntnis essen, sonst wirst du sterben. Und dann schweigt er. Hat nicht gelogen, er hat nur geschwiegen. Die Schlange kommt, die ist nicht ganz so schlau, die lügt, aber die sagt die andere Hälfte der Wahrheit. Sie sagt zu Eva, kannst du ruhig essen, du wirst nicht sterben. Das ist gelogen, sie müssen sterben. Das ist keine Strafe, das ist eine Therapie, damit sie wieder den Zugang zum Göttlichen finden können. Sonst werden sie ewig getrennt bleiben, für immer. Dadurch können wir rhythmisch immer wieder
von Neuem aus der Quelle schöpfen. Sterben ist überhaupt keine Strafe, sondern eine Hilfe. Aber dann sagt sie die andere Hälfte der Wahrheit. Wenn ihr davon esst, werdet ihr wie Götter. Denn ihr werdet erkennen, das Gute und das Böse. Und dann trennen sie sich, die Menschen, Adam und Eva, damit sie sich jetzt weiterentwickeln, zur Freiheit kommen. Und da muss Gott, ob ihm passt oder nicht passt, die andere Hälfte der Wahrheit zugeben. Lesen Sie mal in der Bibel, ist ganz genau so, wie ich sage, vielleicht nicht so, aber vom Inhalt. Dann sagt Gott, seht, sie sind geworden gleich einem von uns. Sie sind Götter geworden, denn sie können jetzt das Gute und das Böse erkennen. Und dadurch freie Wesen werden. Und das Ziel der Wiedervereinigung, mindestens so wie in der Bibel steht, ist nicht zurückzukommen zum Paradies, wie es war. Ich weiß gar nicht, wo das im Christentum entstanden ist, diese Idee. In der Bibel ist das Ziel, das Paradies zu verwandeln in einer Stadt. Das neue Jerusalem. Da sind wieder die Bäume da, die Ströme. Aber der Mensch ist Grundstein. Von jedem Stamm, von den 12 Stämmen, der Mensch hat ein Grundfundament für das Zukünftige erschaffen, verwandelt die Welt. Und so geschieht unsere Entwicklung, auch jeder Einzelne von uns und die Entwicklung der Menschheit als Ganzes. In dieser Phase des Zusammenseins, der stufenweise sich trennen, bis wir uns selber finden in unserer eigenen Wesenheit, in unserer eigenen Individualität. Um dann zu schauen, wollen wir bei den Schweinen bleiben oder wollen wir jetzt zurück als Mitarbeiter Gottes eine Beziehung zum geistigen Göttlichen suchen. Rudolf Steiner schildert diese Entwicklung der Beziehung der Menschen, der Menschheit zu dem Geistig-Göttlichen in 4 großen Stufen, beziehungsweise er schildert 3 Stufen und das 4. wäre unsere. Er schildert das als Stufen der Entwicklung der Mysterien. Er spricht über uralte Mysterien, alte Mysterien. Nee, er spricht über alte Mysterien, halbalte Mysterien, halb neue Mysterien und neue Mysterien. Die neuen wäre unsere Gegenwart und die andere 3 die Geschichte der Menschheit. Aber wenn er über Mysterien spricht, muss man immer denken, das war so in der Geschichte der Menschheit immer, dass das, was die Suche nach innen sozusagen Erkenntnis und wirklich innen die Suchen, eine esoterische Suche nach der Beziehung zum geistig-göttlich war, spiegelt sich immer nach außen exoterisch in den religiösen Formen der Völker und der Menschheit. Religion und Mysterien, Städte sind voneinander nicht zu trennen. Das ist wie die 2 Seiten einer Sache. Und Rudolf Steiner schildert, wie diese Beziehung, die Art der Beziehung sich entwickelt hat, wie die Menschheit sich entwickelt. Und das ist interessant. Er schildert die Beziehung des Menschen, seine Bewusstseinsbeziehung,
Aber wo dieses Bewusstsein verankert ist, hat sich verändert. Und er schildert in diese ganz, ganz alten Mysterien, war die Beziehung zum Göttlich-Geistigen verankert im physischen Leib. Ganz im physischen Leib. Es ist sozusagen wie eine Beziehung durch die Sinnenfälligkeit, durch das Erlebnis, was uns möglich ist, durch unsere Leiblichkeit. Und er schildert diese Zeit als eine prähistorische Zeit, wo die geistig-göttliche Wesen tatsächlich unter den Menschen gelebt haben. Etwas davon ist geblieben in den ganzen Mythologien aller Völker. Auch in der Bibel finden Sie Erzählungen von der Zeit, wo die Götter, Söhne unter den Menschen gelebt und gewirkt haben. Seine uralte Zeit. Das Göttliche, könnte man sagen, leibhaftig zu erleben. Eine zweite Stufe, da sind die Götter nicht mehr leibhaftig, sagen wir mal in Anführungsstrich, unter den Menschen, aber die Menschen können die Wirksamkeit der geistig-göttlichen Wesen erleben. Die Götter sind unmittelbar wirksam unter den Menschen. Und diese Zeit, schildert Rudolf Steiner, wird durch die Mensch erlebt, nicht mehr in dem physischen Leib, sondern in dem Ätherleib. Durch den Ätherleib können die Menschen empfinden, können die Menschen spüren die Wirksamkeit der Götter. Eine dritte Stufe sind die Götter nicht mehr unmittelbar wirksam, sondern sie offenbaren sich. Und die Offenbarung der Götter können die Menschen in ihren Astralleib erleben. Und dann sagt er, und heute ist die Aufgabe, die Beziehung zu dem Göttlichen zu begründen, in unserem Ich. Das ist die eigentliche geistige, religiöse Aufgabe. Letztendlich, er schildert das für das Religiöse, schildert das in einem Kurs für die Priester der Christengemeinschaft, aber man könnte sagen auch das erkenntnismäßig, das Künstlerische, das Religiöse, auch die Liebe muss erhoben werden, aus dem Unbewussten, leiblich, ätherisch, astralisch, in eine ichhafte Beziehung. Es ist die Aufgabe unserer Zeit überhaupt, das Mysterium des Ich zu finden und aus diesem Mysterium heraus unsere Beziehungen zu uns selbst, zu dem Geistigen, zu dem Göttlichen zu begründen. Man kann das untersuchen, wie war das in der Geschichte. Und ich will nicht arg wagen, weil ich auch nicht so viel Geschichtskenntnis habe. Aber man kann deutlich spüren, das sind nicht vergangenen Sachen. Die sind in der Vergangenheit entstanden. Aber die Qualität dieser Stufen wirken bis heute und sind anwesend in der Seele von jedem von uns. Zum Beispiel das Bedürfnis, das geistig-göttliche, sinnenfällig, leibhaftig zu erleben. Denken Sie, wie das war in Ägypten mit dem Pharao. Das war ein Gott.
mindestens für das Bewusstsein der Menschen. Wie war mit dem ganzen Cäsarenkulten der Römer? Die haben die angesehen als Götter. Aber man muss gar nicht so weit gehen. Der Kaiser Hirohito von Japan wurde 1945 von den Amerikanern gezwungen zu bekennen, dass er kein Gott ist. Bis 1945 war in der japanischen Kultur selbstverständlich, dass wenn der Kaiser auftrat, begegnet man einen Gott. Und vielleicht viel mehr verborgen, das Bedürfnis, jemanden zu vergöttern. Und tatsächlich ein Führer zu haben, der anstelle eines Gottes uns führen kann. Das hat in der Geschichte der Menschheit immer wieder gegeben. Und könnte man sagen, leider sind wir nicht mehr gefeilscht, frei, dass sich sowas wiederholt. Und diese zweite Stufe, wo nicht das Bedürfnis ist, wahrhaftig Gott zu erleben, aber das Bedürfnis, die Wirksamkeit des Göttlich-Geistigen zu erleben. Das ist unglaublich verbreitet. Das lebt in all dem, was man nennen kann, ein magisches Bewusstsein. Ich will gar nicht, wir kommen immer wieder näher an uns, dass wir jemanden als Kaiser Hirohito, als Gott verehren, wird wahrscheinlich keiner von Ihnen tun. Aber dass Magie möglich ist, dass geistig-göttliche Kräfte unmittelbar in der Welt wirken können gegen alle Naturgesetzmäßigkeit. Und ein Wunder bewirken. Das ist eine ganz bestimmte religiöse Bedürfnisse. Dass es möglich ist, mit geistigen Kräften zu heilen. Wie viele Wunderheiler gab's und gibt's. Und das eine ist, was für eine Fähigkeit die Menschen haben, will ich gar nicht in Frage stellen. Aber was für ein religiöses Verhältnis entsteht, das kann man hinterfragen. Das dritte, man könnte sagen, das erste hängt zusammen mit dieser Sinnenfälligkeit. Das zweite hängt zusammen mit einer Empfindsamkeit. Sowohl die Menschen, die diese geistigen Kräfte zur Verfügung haben, wie die Menschen, die das empfinden können. Diese übersinnliche Kräfte, die unmittelbar magisch in die Welt wirken. Das dritte ist jetzt nicht eine Sinnenfälligkeit, nicht eine Empfindsamkeit, sondern eine Frage der Innerlichkeit. Da sind wir schon ganz nah an unserer Zeit und an dem, was wir alle kennen in unserer Kultur als religiöse Formen. Der ganze Christentum hat sich entwickelt in dieser Epoche. Der Innerlichkeit. Und diese Innerlichkeit, man kann auch ein bisschen
in Zusammenhang sehen mit den verschiedenen Qualitäten unserer Seele, mit den sozusagen die Sinnenfälligkeit, mit der Möglichkeit, die wir haben, in unserem Leib Sinnesorgane zu haben. Und das Zweite mit unserer Empfindung Seele, wo wir sozusagen empfindsam sein können. Aber diese dritte Stufe der Offenbarung des Göttlichen hängt mit einer Innerlichkeit zusammen. Erstens von jemandem, der die Möglichkeit hat, diese Offenbarung zu empfangen. Die Sehnsucht nach dem Eingeweihten. Der die Möglichkeit hat, die geistige Offenbarung zu empfangen und uns zu vermitteln. Da hat Moses gemacht, hat Mohammed gemacht. Auch die Jünger haben Offenbarungen vermittelt. Ganz Evangelien. Wie gehen wir damit um? Und das fällt zusammen in einer Zeit, wo der Mensch seine Verstandes- oder Gemütsseele entwickelt. Und sehr interessant, dass diese Innerlichkeit, sie entwickelt sich in zwei Richtungen. Die eine Richtung, die wir vielleicht nicht Innerlichkeit nennen würden, aber es ist das, was in unserem Innern lebt, nicht nur mit Empfindungen und Gefühlen, aber mit der ganzen Entwicklung der Rationalität, Verstandes oder Gemütsseele. Das ist hochinteressant. Ich kenne jemanden, der sehr, sehr viel geforscht hat. Ob er recht hat, weiß ich nicht. Aber der behauptete, Rudolf Steiner hätte nie gesagt, Verstandes- und Gemütsseele. Seitdem gucke ich immer und ich habe tatsächlich kein Mal gefunden, es heißt immer Verstandes- oder Gemütsseele. Es geht in zwei Richtungen. Und diese Verstandesseite, Rationalität führt die religiöse Formen jetzt, die Offenbarung des Göttlichen als Dogma festzulegen. Die Offenbarung wird in ein Buch aufgeschrieben, das Buch wird heilig genannt und dogmatisch gehandhabt. Was in dem Buch steht, ist die Wahrheit. Was nicht in dem Buch steht, ist nicht wahr. Und wer anders denkt als das, was in dem Buch steht, muss vernichtet werden. Das kann leibhaftig passieren, das kann sozial passieren, das gibt verschiedene Varianten. Aber die Religion hat den Dogmatismus erschaffen. Auf der anderen Seite, die gleiche Seele, die Verstandesseele sein kann, kann auch Gemütsseele sein. Als ob was anders wäre. Oder. Und dann kann eine unglaubliche Frömmigkeit entwickeln. Die ganze Frömmigkeit vom Mittelalter ist was Ungeheures. Und das ist stark mit dem, was wir auch bis ins 18., 19. Jahrhundert als religiöse Formen im Christentum auch kennen. Und jetzt sind wir in eine vierte Stufe nicht angekommen, aber angefangen. Und jetzt ist die Frage, schaffen wir unsere Beziehung zum geistig-göttlichen? Jetzt für die Christgemeinschaft spezifisch die Frage als religiöses Leben. Aber dann könnte man genau für Erkenntnisleben oder Kunstleben das weitermachen, auch für die Liebe. Schaffen wir das,
in eine nächste Stufe zu entwickeln, das ichhaft wird. Das hängt zusammen mit der Entwicklung von der Bewusstseinsseele. Schaffen wir heute Erkenntnis, Kunst, das ist nicht unser Thema, aber auch schaffen wir heute, religiös zu sein in den Qualitäten der Bewusstseinsseele. Weil dann hätte eine Berechtigung zu sprechen von religiöser Erneuerung. Dann kann man fragen, was braucht die Bewusstseinsseele, um sich zu entwickeln? Und wenn man so als Motto nimmt in diese Stufen der Entwicklung, der Beziehung zum göttlichen Geistigen, das Bedürfnis nach Sinnenfälligkeit, das Bedürfnis nach Erleben der Wirksamkeit durch Empfindsamkeit, das Bedürfnis Erleben von Offenbarung durch Dogma und Frömmigkeit in der Innerlichkeit, könnte man sagen, und was ist die Qualität der Beziehung zum geistig-göttlichen für die Bewusstseinsseele, für unsere Zeit, für uns? Dann scheint mir, dass die Qualität, die wir brauchen, ist Wahrhaftigkeit, die auch zwei Seiten haben. Wahrhaftigkeit uns selber gegenüber, indem wir authentisch mit uns selber sind. Und Wahrhaftigkeit in der Rationalität, im Gedanklichen, im Erkenntnis, indem wir suchen, was ist wahrhaftig, was ist wahr. Und uns nicht mehr orientieren auf die Richtung, ob wir Freude haben können und Leiden vermeiden, ob wir Vorteile haben können und Nachteile vermeiden, das können wir alle sehr gut, sondern immer mehr uns orientieren, dass wir das tun oder lassen, uns orientieren auf das, was wahrhaftig ist. Dass wir das tun wollen, was für uns wahrhaftig ist, und lassen, was für uns unwahrhaftig ist. Das braucht die Bewusstseinsseele, um sich entwickeln zu können. Und dafür muss die Seele, um die Bewusstseinsseele zu entwickeln, muss sich individualisieren. Ein sehr gebrauchtes Wort. Wir müssen alle Individuen werden, um uns zu individualisieren, müssen wir uns befreien von alten Gruppenseelenwesen, die die Menschheit geführt haben bis hierher, aber jetzt uns nicht weiterhelfen können für unsere Weiterentwicklung. Wir müssen uns befreien von alten Gruppenseelen, die verbunden sind mit dem Blut, mit dem Boden, mit der Sprache. Nicht alles, aber bestimmte
Gruppen, Seelen, Geister. Wo der Mensch sein Selbstbewusstsein daraus schöpft, dass er in einem bestimmten Vererbungsstrom steht. Durch sein Blut. Von Rasse, vom Volk, von Familie. Das führt uns nicht zu einer Individualisierung. Dass wir uns befreien von den Wesen, die uns verbinden mit dem Boden, wo wir geboren sind, wo wir leben. Dass wir eine bestimmte Nationalität haben. Angehörig sein von einer Nationalität hilft uns nicht, unsere Bewusstseinsseele zu entwickeln. Und dass wir durch unseren Schicksal gestellt sind an einem Ort, wo wir eine bestimmte Sprache gelernt haben. Und dadurch auch eine bestimmte Art des Denkens haben. Und wenn wir das allein als das Gültige ansehen, dann hilft uns das nicht. Und man merkt, wie die Menschheit schon große Schritte gemacht hat in der Entwicklung der Bewusstseinsseele. Je jünger die Generationen sind, desto mehr empfinden sich die Menschen als Glied der Menschheit. Und die ganze Erde als unser Dorf. Und wir haben nicht ein zweites. Gleichzeitig gibt es Kräfte in der Welt, die gegen diese Entwicklung wirken. Man erlebt auch in unserer Gegenwart die Wiederauflebung von uralten Wirksamkeiten, von Volksseelen, von Blutzusammengehörigkeit, von Sprachidentifizierung und Bekämpfung von anderen Gruppen, die Bekämpfung von anderen Sprachen. Wir brauchen die Individualisierung, um uns zu entwickeln, unser Bewusstsein, Seele. Und in Bezug auf die Wahrheit brauchen wir die Freiheit, dass jeder selbst ein Erkenntnisweg gehen kann, um dasjenigen zu erleben, was er selber als Wahrheit empfindet. Wir müssen nicht alles neu erfinden. Es ist eine ungeheure Hilfe, dass wir Bücher haben und schon sehr Wertvolles in den Büchern steht, dass wir Menschen haben, die Wertvolles uns sagen können. Die Frage ist nicht, woher die Information kommt. Die Frage ist, warum erachte ich das als wahr? Ist es wahr, weil es in der Bibel steht? Ist es wahr, weil es in der GA steht? Ist es wahr, weil Herr oder Frau sowieso was gesagt hat? Dann sind wir nicht auf dem Niveau der Bewusstseinsseele und unseres Ichs. Es ist wunderbar, dass das irgendwo steht und dass die Evangelisten was geschrieben haben, was Christus wohl gesagt haben soll. Aber es ist nicht deswegen wahr. Es ist wahr für mich, wenn ich mich damit beschäftige und mich bemühe, das zu verstehen. Und in dieser Bemühung erlebe ich in mir selber
dieser Gedanken, dieser Idee als wahr. Und dann ist es wahr, aus einer individuellen Bemühung, sich anzunähern an die Wahrheit. Das braucht die Bewusstseinsseele. Und was wäre eine Bewegung für religiöse Erneuerung in unserer Gegenwart? Was ich hoffe, dass die Christengemeinschaft sei, oder sagen wir mal immer mehr. Für mich wäre eine Bewegung, die einen Beitrag leisten will, dass die Menschen ihre Bewusstseinsseele entwickeln können. Auf religiösen Weg, im Pflegen des religiösen Lebens. Und das bedeutet, dass man immer mehr auf der Suche ist, die Anwesenheit und die Wirksamkeit des Göttlichen in sich selber zu erleben. Als Realität, dass ich auf diese Suche bin, wo ist der Christus in mir? Es ist hochinteressant, dass Rudolf Steiner, als er die Waldorfschule gegründet hat, eine religiöse Form gegeben hat für die Waldorflehrer als kultische Form mit den Kindern am Sonntag zu gestalten, die sogenannte Sonntagshandlung für die Kinder. Später hat er diesen Text und diese Form auch der Christengemeinschaft gegeben. Und bei den Kindern lässt er die Kinder hören und erleben diesen Impuls. Es ist Impuls für die Bildung der Bewusstseinsseele. Wenn die Kinder dann am Sonntag erleben, dass es gesagt wird, in ihm wird auf das Bild gezeigt vom Christus, in ihm nahm Leib an, der da wirket als Geist im All. Christus starb. Er wurde lebendig, wenn Sie den Text nicht wussten, könnten Sie jetzt erraten, wo wurde der Christus lebendig? In Jerusalem, in Rom, in Dornach. Wo wurde der Christus lebendig? Er wurde lebendig im Sein der Menschen, die ihm Wohnung gaben in ihrem Herzen. Auch unser Herz wende sich zu ihm. Das religiöse Bedürfnisse, das Göttliche leibhaft zu erleben, die Wirksamkeit des Göttlichen wirklich zu erleben, sucht die Bewusstseinsseele in sich selbst, aber nicht als eine astralische Frömmigkeit, sondern tatsächlich im Spüren der Begegnung mit diesem Göttlichen in uns selbst, was Paulus als großes Ziel uns gestellt hat und wir vielleicht so formulieren könnten, auf diese Suche, wie Rudolf Steiner in diesem Credo auch beschreibt, zu überwinden, dieses Ich-Bewusstsein, was egoistisch ist, und sagen zu können, nicht ich, sondern die Anwesenheit und die Wirksamkeit des Göttlichen in meinem Ich. Und das Zweite, was eine Bewegung für religiöse Erneuerung in der Gegenwart helfen könnte,
ist, dass jeder von uns wirklich den Impuls fasst, einen individuellen Erkenntnisweg zu gehen, um tatsächlich in sich selbst, in seine harte Erkenntnisbemühung, diejenigen Gedanken und Ideen zu finden, die er als Wahrheit empfinden kann, um dann diese Idee in die eigene Seele zu Ideale zu erheben, die nicht von außen verlangt wird, dass ich sie erfülle und mich unterwerfe, sondern das sind Ideale, die ich in mir selber erschaffe, indem ich durch individuelle Erkenntnisbemühung Ideen in Ideale verwandle. Die Entwicklung der Bewusstseinsseele bringt mit sich auch Gefahren. Wenn wir alle sagen, wir wollen Individuen sein, Individualisierung, wenn man dieses Wort Individuum, stammt vom Lateinisch, übersetzt ins Griechisch, wissen Sie, was das heißt? Das ist die wortwörtliche Übersetzung, keine Interpretation. Wenn ich einfach das Lateinisch übersetze in Griechisch, dann heißt Individuum Atom. Das Unteilbare auf Deutsch. Unteilbar. Zwei Worte zusammen. Unteilbar heißt auf Lateinisch Individuum und auf Griechisch Atom. Das heißt, man merkt, man benutzt zwei Wörter, aber eigentlich ist das Gleiche. Der Prozess der Individualisierung führt uns in die Atomisierung. Das heißt, je mehr ich mich frei mache von den Gruppenseelen, je mehr werde ich ein Individuum und desto mehr beziehungsunfähig. Es ist mindestens 10 Jahre her, weiß nicht mehr wann, dass ich in der Stuttgarter Zeitung las, es hat mich so berührt, dass jetzt Statistisches Amt veröffentlicht hat, dass in Stuttgart mehr als 50% von allen Wohnungen und Häusern von einem allein lebenden Mensch bewohnt wird. Heutzutage wäre interessant zu wissen, ob man schon in den 60-70% geraten ist. Das Zweite ist, dass diese Suche nach der Wahrheit, dass jeder von uns in sich selber findet, was für ihn wahr ist, auch die Gefahr mit sich bringt, dass jeder von uns sein eigener Dogmatiker wird. Wenn wir früher eine Kirche hatten, die sagte, was die Wahrheit ist, haben wir heute Milliarden von Dogmatikern, die sagen, was die Wahrheit ist und was nicht da ist, ist nicht wahr. Das heißt, die Atomisierung hat seine Wirkung im Sozialen und hat seine Wirkung in der Erkenntnis, die Tendenz jedes Individuums, ein Dogmatiker zu werden. Und ich will da nicht viel darüber sprechen, ich habe maximal noch 10 Minuten Zeit zu reden. Und wir haben gerade in den letzten Jahren erlebt, wie bedingt durch die Pandemie, und ich will gar nicht das in Frage stellen, ob die Maßnahmen richtig oder falsch sind, das ist erstmal ein Glatteisgebiet, will ich mich da nicht begeben und zweitens gar nicht so einfach. Ich gehe davon aus, dass es richtig war,
Einfach so, glaubensmäßig. Ja? Aber man hat gespürt, dass das Ganze impulsiert in eine noch stärkere Isolation. Und ich will gar nicht, ich wiederhole ein letztes Mal, ich will nicht sagen, dass Lockdown falsch ist. Hygienisch gesehen mag es richtig gewesen sein. Aber für die Entwicklung der menschlichen Seele führt noch stärker in eine Beziehungsunfähigkeit. Und das, was geboren worden ist in der Religion, der Dogmatismus, hat sich immer mehr gezeigt, dass es wirkt, auch in der Wissenschaft, auch in der Medizin, dass ein Andersdenkender nicht toleriert wird. Und Freiheit bedeutet, das Recht zu haben, Blödsinn zu denken. Wenn ich ein soziales Gefüge herstelle, wo niemand falsch denken kann, gibt es keine Freiheit. Das heißt, ich möchte gar nicht auf der Ebene des medizinischen und hygienischen irgendwas in Frage stellen. Aber wir müssen wach sein. Das, was für eine Ebene richtig sein mag, auf deine andere Ebene eine Gefahr sein kann. Die Isolierung und der Dogmatismus sind Gift für die Entwicklung der Bewusstseinsseele. Und da, wo wir sozial uns isolieren, greifen wir immer mehr zu der Möglichkeit, virtuell uns zu begegnen. Es gibt einen Begriff, das wir so ganz normal gebrauchen, aber man könnte darüber ein bisschen meditieren. Man könnte mal eine andere Meditation nehmen, meditieren über einen Begriff, um zu schmecken, was das sagt. Der Begriff virtuelle Realität. Sie sind schnell beim Meditieren, ja? Virtuelle Realität. Wo führt uns das hin? Und auf der anderen Seite, wenn ein wissenschaftlicher Dogmatismus greift, der auf eine bestimmte Ebene richtig sein mag, aber allein auf die Kausalität und die Stofflichkeit und ihre Wirksamkeit gerichtet ist. Uns fesselt in dem Leiblichen, in dem Materiellen. Und da merkt man, wie man immer wieder in diese beide Polarität gestellt wird, um in dem Ringen das Menschliche zu entwickeln. Wir haben das urbildhaft dargestellt in den Menschheitsrepräsentant. Und wir hören kultisch am Weihnachten, wenn von den Altären gesagt wird, Christus des väterlichen Weltengrundes offenbarender Schöpfergeist hat den Erdenleib erkoren, in dem er wohnen mag, zu lösen den Menschen von trügendem Scheinlicht. Man könnte modern formulieren, zu lösen den Menschen von einer virtuellen Realität. Zu lösen den Menschen von würdeloser Sinnensucht. Man könnte auch sagen, zu lösen den Menschen von einem materialistischen Dogmatismus. Das ist der Impuls des Christus. Er kam auf die Erde
aber er hat nicht auf der Erde als Gott gelebt, sondern als Mensch. Er hat den Tod überwunden, aber nicht auf magische Art, mit magischen Kräften, sondern aus den menschlichen Kräften. Und er hat uns gelehrt, aber nicht mit Dogmen, sondern zu uns gesprochen, ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Was ist die Aufgabe der Christengemeinschaft in unserer Gegenwart? Was können wir leisten, dass wir uns alle gegenseitig, wenn wir diesen religiösen Weg überhaupt gehen wollen, uns helfen, unsere Bewusstseinsseele zu entwickeln? Das Erste scheint mir zu sein, dass wir uns bemühen, Gemeinschaften von Individualitäten zu haben. Und da müssen wir zwei Hürden überwinden. Im Denken, die Vorurteile, die wir gegenseitig haben voneinander, und wirklich uns bemühen, Interesse füreinander zu haben, so wie der andere ist. Und im Fühlen, was uns am meisten verhindert, Gemeinschaften von Individualitäten zu haben, sind die Antipathien und die Sympathien. Um Sympathien und Antipathien zu überwinden, scheint mir notwendig, dass wir immer mehr eine karmische Gesinnung entwickeln. Ich sage nicht karmische Erkenntnis, dass wir irgendwie wissen, wer war, sondern eine Gesinnung. Ich muss gar nicht wissen über die vorigen Inkarnationen von Ihnen. Aber die Tatsache, dass wir heute alle hier im Raum sind, kann uns alle erfüllen mit der Gesinnung. Wir haben karmisch miteinander was zu tun, sonst wären wir nicht hier. Und wir haben eine Aufgabe, gemeinsame Aufgabe. Und sei es, für einen Augenblick uns zu besinnen, dass wir alle miteinander Mitarbeiter Gottes sein wollen. Zum Beispiel. Und selbst wenn man sich so antipathisch fühlt oder sympathisch fühlt, dass es trotzdem möglich ist, eine gemeinsame Aufgabe zu erfüllen. Und das Dritte ist, dass die Gemeinschaften immer mehr soziale Kelche werden. In den Gemeinden der Christengemeinschaft Kelche, wo wir die Sakramenten miteinander zelebrieren können. Und aus dem Erlebnis der Sakramenten, der menschenweihe Handlung. Eine Handlung zur Weihe des Menschlichen. Aus dem Erlebnis der Sakramenten der menschenweihe Handlung, Impulsen fassen, um dann im michaelischen Sinn in die Welt zu gehen und unser Beitrag zu leisten, da wo das Schicksal uns hingestellt hat, tatsächlich, dass wir selber, aber auch unsere Beziehungen, die Welt immer mehr menschlicher wird. Aus der Freiheit eines jeden, der Impuls erwacht, Mitarbeiter Gottes zu werden, dass das Menschliche weiter erschaffen wird. Ich möchte schließen mit einer
Verwandlung von dem bekannten Satz von Erich Kästner. Erich Kästner hat einmal gesagt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Vielleicht könnte man sagen, ist der Beitrag der Christengemeinschaft auf religiöse Art, in diesem Kultus, die Menschen, weihe Handlung, dass wir den Impuls fassen zu sagen, es gibt nichts Menschliches, außer wir erschaffen es.